Das Blut des Vampirsaugers ist am Versiegen. Norbert Melzer, für eine Basemgratscher-Räterblick. Was meinte Marx mit dem Vampirdurst nach lebendigem Arbeitsblut? Er schreibt, Zitat, das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr es davon einsaugt. 22 Seiten weiter. Die Verlängerung des Arbeitstags über die Grenzen des natürlichen Tags in die Nacht hinein wirkt nur als Palliativ, schmerzlindernd, stillt nur annähernd den Vampirdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Arbeit während aller 24 Stunden des Tages anzueignen, ist daher immanenter Trieb der kapitalistischen Produktion. Zitat Ende. Karl Marx, Das Kapital, Band 1, dritter Abschnitt, die Produktion des absoluten Mehrwerts. Achtes Kapitel, der Arbeitstag. Erstens, die Grenzen des Arbeitstages. Und viertens, Tag- und Nachtarbeit, das Ablösungssystem. MEW Band 23, Seite 247 und 269, 1867. Denk 1, das in der Vergangenheit angehäufte Kapital will verzinst werden. Und zwar kräftig. Vor der Jahrtausendwende gab es noch locker 9% für die Reichen. Das meint Marx mit Vampirdurst, war lebendigen Arbeitsblut. Das Vermögen ist die totkristallisierte Arbeit in den Anlagen. Und die 9% ist die lebendige Arbeitskraft. Das Blut für den Vampir akkumuliert das Kapital. Nur der Vampir ist durch das seit 500 Jahren akkumulierte Kapital so groß und fett geworden und der Arbeiter im Verhältnis zu ihm ganz winzig, dass der Blutdurst des Riesenvampirs überhaupt nicht mehr befriedigt werden kann. Wir sehen oben im Diagramm Weltbip und Vermögen, dass 2014 schon der Weltmehrwert von 1980 gleich 9,12% auf 5,14% gefallen ist und jetzt hochgerechnet bei 3% stehen dürfte. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Produktion, sondern auch um den Finanzbereich, Spekulation, Börsenwetten, Billiglohnländern, Prostitution, Opiumhandel, Weißwäsche, T-Codes und so weiter. In der Metallindustrie arbeiten bereits 80% Roboter und in der Finanzbranche übernehmen die Computer schon 70% die Arbeit der Banker. In der Autoindustrie arbeiten sogar nur 3% Arbeiter. Hauptsächlich in der Qualitätskontrolle. Siehe Video VW Golf 7 Produktion Wolfsburg 2013. Link 2. Karl Marx sagte nicht nur, dass die tote Arbeit belebt wird durch Einsaugung der lebendigen Arbeit, sondern er stellt auch fest, dass nur die lebende Arbeit
einen Mehrwert schaffen kann und da sie nun weitgehend durch den Roboter ersetzt ist, der ja auch nur kristallisierte Arbeit ist, gibt es hier den riesenhaften Vampir, konstantes Kapital, C, kaum noch Blut von der lebendigen Arbeit, V. Die Maschine Roboter kostet für alle Kapitalisten im Durchschnitt das Gleiche. Nur der Arbeiter kostet dem Unternehmer weniger Lohn, als dass er Wertschöpfung von ihm erhält. Und nun in 2019 ist der Durchschnitt der Profitrate in der Produktion bereits auf 1% gefallen. Diese theoretische Analyse wird von der bürgerlichen Praxis bestätigt. Florian Homm in seinem neuen Buch Der Cash ist da. Zitat: Heute liegt die Dividendenrendite der Titel MSB 500 bei lediglich 1,8%. Zitat Ende. Und das ist noch mit dem Finanzbereich. Diese ist nach BlackRock noch viermal größer als die Profitrate in der Produktion. Also sind das mit den außerordentlichen Gewinnen 0,54% im Produktionsbereich in den USA. James Rickards zitiert den IIF International Institute of Finance, Zitat, doch das IIF berichtet, dass eine Neuverschuldung von 8 Billionen Dollar nötig war, um gerade eine 1,3 Billionen Dollar weltweiten BIP zu schaffen. Link 3. Also wenn ich bei einer Rationalisierung 1 Dollar pro Jahr einsparen will, muss ich schon 6 Dollar Schulden aufnehmen. Da wird niemand mehr investieren. Titelzitat der deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 27. Januar 2020. Großband hinter den Kulissen. 40% aller US-Firmen sind in die roten Zahlen gerutscht. Titelende. Die Marktwirtschaft ist mit einem riesen Knall zu Ende gegangen. Deshalb plant die Elite, die tiefen Staaten, eine monopolistische Planwirtschaft. Und in welchem Format? Das zeigen wir hier. Link 5.